Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie man Leiterbahnen verlegt. Wir haben ja jetzt hier die Bauteile einigermaßen logisch platziert, zusammenhörig. Wir haben darauf geachtet, dass es möglichst wenige oder keine Leiterbahnkreuzungen, also Netzlinienkreuzungen gibt, hatte ich ja bereits erwähnt. Diese Netzlinien hier sollten sich nach Möglichkeit nicht überkreuzen. Das führt dann meistens immer zu Viasprüngen und so weiter. Das sollte man vermeiden. Weiterhin zum Bauteile positionieren nochmal die Anmerkung. Seht zu, dass ihr auch über diese Funktion des Gruppierens, ja, hatte ich ja über das Kontextmenü gestern im letzten Video gezeigt, Bauteile logisch schon vorher gruppiert, das kann man auch außerhalb der Platine selbst tun und fügt die dann ein, um schon vorher festzulegen, dass sie zusammengehören. Ja? Gerade im Hinblick zum Beispiel auf Ablockkondensatoren, ja, macht es ja keinen Sinn, dass ich jetzt hier mein Bauelement habe, meinetwegen hier diesen Arduino, den ich jetzt mit einem Ablockkondensator schützen möchte und den setze ich hier unten in die linke, rechte untere Ecke. Und den Ablockkondensator, der muss ja so nah wie möglich ans Bauelement oder sollte so nah wie möglich ans Bauelement, den setze ich dann hier in die obere linke Ecke und führe dann die Leiterbahn hier einfach vielleicht außen herum. Ja, dann wirkt diese Leiterbahn wie eine Antenne und dieser Ablockkondensator wird im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nichts bringen. Ja. Da bitte drauf achten, da muss man sich einfach mal ein bisschen grundlegende Gedanken dazu machen, wie man sowas macht, und da kann man auch, wie gesagt, logisch gruppieren, Gruppen erstellen von Bauelementen, die zusammengehören, und positioniert dann die gesamte Gruppe eben auf der Platine, um zu vermeiden, dass man dadurch vielleicht durcheinander kommt. Dann werden wir noch was sehen. Ich hatte ja hier verschiedene Netze erstellt, unter anderem auch differenzielle Leitungspaare, hier mit diesen PDT-N und P. Und beim CW mit Plus und Minus. Und wir sehen hier unten das FSK Plus und Minus. Diese Funktion hier hat jetzt folgendes Problem. Und zwar hat sie folgendes Problem. Das funktionierte im KiCad 5, funktioniert aber jetzt im KiCad 6 nicht mehr. Sehen wir dann gleich. Es muss jetzt also zwingend dieser Unterstrich vergeben werden, um dieses differenzielle Leitungspaar erzeugen zu können, und wie man sowas verlegt, dass wir hier nicht so in kurzen Strecken kommen, mache ich jetzt mal was natürlich jetzt hier an dieser Stelle völliger Unsinn ist, aber ich möchte euch, es geht darum, euch das zu zeigen. Ich positioniere jetzt einfach mal diesen Connector hier oben, lege den also an dieser Stelle ab, um dann hier auch mal ein bisschen längere Leiterbahnenwege zu haben. Gut, fangen wir an, mal eine Leiterbahn zu verlegen. Dazu haben wir jetzt hier rechts dieses Werkzeug. Mit der Taste X kann ich das auch auswählen oder ich klicke hier auf den Button. Wenn ich draufklicke und gedrückt halte, kann ich dann differenzielle Paare auswählen oder ich drücke die Taste 6, zeige ich dann gleich. Wir nehmen jetzt erstmal hier die einfache Leiterbahn. Und jetzt habe ich natürlich hier mein Pad. Also ich habe das Werkzeug am Cursor hängen. Wenn ich jetzt hier klicke, wird dieses Pad und das dazugehörige Netz hier hell oder markiert und heller dargestellt. Und ich kann jetzt hier meine Leiterbahn ablegen. Wir sehen jetzt, wir befinden uns hier im Layer untere Seite, deshalb ist diese Leiterbahn blau. Wenn ich das umschalten möchte, das Layer, kann ich das mit der Build-Up- und Down-Taste tun oder ich wähle das jetzt hier rechts aus. Ich benutze da eher mal immer Build Up und Down, das geht einfach schneller. Denn ihr müsst euch vorstellen, hatte ich auch schon mal erwähnt, mit den Tastaturkürzeln ist man einfach schneller. Denn wenn ich jetzt hier mit der Maus erst hier rüber fahre, das Layer auswähle, wieder zurückfahre, hier klicke, das ist jedes Mal 1-2 Sekunden, die ich verliere. Und wenn ich das auf 3, 4, 5, 600 oder vielleicht 1000 Mal am Tag hochrechne, komme ich da locker mal auf eine Stunde Arbeitszeit zusammen. Sollte man vielleicht bedenken, gerade wenn man in der kommerziellen Schiene unterwegs ist. So, wir schalten um auf die obere Seite. Ich klicke hier eben wieder an. Wir sehen, die Leiterbahn wird hier immer in diesem 45-Grad-Winkel, wie ich es eingestellt hatte,
verlegt. Das ist der interaktive Router, das kann ich auch ändern, das zeige ich aber dann in einem anderen Video. So, ich gehe hier wieder drauf, klicke das ab, mit Rechtsklick kann ich jetzt hier ins Kontextmenü wechseln. Ich breche mal ab, damit ist das Werkzeug beendet. Sollte ich mal die Nötigkeit haben, eine Leiterbahn irgendwo einfach abzulegen und sie nicht zu schließen, möchte ich das auch mal zeigen. Ich gehe nochmal hier auf die Taste X, ziehe die mal hier raus, die Leiterbahn, und drücke dann dieses Kontextmenü, kann hier auf Leiterbahn abschließen gehen oder eben die Taste Ende. Machen wir es mal hier übers Kontextmenü. Dann sehen wir, dass einfach hier die Leiterbahn erst einmal frei abgelegt wird, ohne irgendwo connected zu sein. Das kann unter Umständen manchmal nötig sein, wenn man Leiterbahnen über längere Strecken über eine Platine mitzieht, um sie irgendwo am Ende anzuschließen, und dann dadurch sich die Möglichkeit schafft, vielleicht Bauelemente nochmals umzupositionieren, um zum Beispiel Kreuzungen zu vermeiden. Da kann das durchaus mal nötig sein. Soweit, so gut. Ihr werdet dann hier den Rest anschließen. Das können wir dann so tun. Und jetzt möchte ich euch hier die Geschichte mit den differenziellen Leitungspaaren zeigen. Ich gehe jetzt mal hier über das Werkzeug, wähle hier also mein differenzielles Leitungspaar auf, und ich nehme jetzt als erstes mal hier die PDT. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier herausgehe, ja, kann ich das hier rausziehen. Wenn ich jetzt hier eine Bewegung mache und möchte, dass das jetzt hier nicht mehr verrutscht, kann ich noch mal einmal klicken, dann seht ihr, wird das abgelegt und ich kann jetzt hier in die andere Richtung weiterziehen und ziehe mir jetzt hier die Leiterbahn nach oben und kann sie jetzt hier, sobald ich auf eines der beiden Pads gehe, wieder anschließen. Mal auf Abbrechen. So, damit habe ich jetzt also hier so ein paralleles Leitungspaar verlegt. Die bleiben also hier immer zusammen. Wir sehen jetzt auch, dass ich jetzt hier eine unterschiedliche Leiterbahnbreite habe gegenüber hier dem Ground bzw. dem VIN. Das liegt daran, dass wir das ja in den Netzklassen eingestellt haben. Die Netzklassen werden aus dem Schaltplan mit übernommen. Zeige ich dann, wenn wir hier auf die Designregeln kommen. Damit habe ich jetzt also diese Linie angeschlossen. Ich wiederhole das. Ich gehe jetzt hier mal auf die Taste 6. Damit bin ich wieder hier in meinem Werkzeug. Ich wähle jetzt hier, ziehe das ein bisschen raus, das nächste differenzielle Paar. Ich gehe jetzt hier nach oben. Wir sehen, ich komme jetzt hier natürlich nicht durch, da ich mich ja auf der Oberseite befinde und hier schon auf der Oberseite eine Leiterbahn sich befindet, an der ich nicht vorbeikomme. Deswegen drücke ich jetzt die Taste V. Das geht auch mit der Einzelleiterbahn, ist völlig egal, ob differenziell oder einzeln. Werden jetzt hier zwei Vias gesetzt, die kann ich jetzt hier noch irgendwie so positionieren, wie es für mich richtig ist. Ich klicke einmal links. Jetzt wird automatisch die Ebene gewechselt. Wir sehen, dass ich auch hier unter der Platine hindurchkomme. Ich bin also jetzt auf der Platinenunterseite. Auch rechts in der Darstellung sehen wir, jetzt ist das Dreieck auf der unteren Seite als aktives Layer. Ich ziehe jetzt hier an eine Position, wenn mir das richtig erscheint, drücke hier das nächste Mal V. Jetzt kann ich hier immer noch dieses bewegen. Wenn ich wieder links klicke, wird das abgelegt. Ihr habt jetzt gesehen, dass es jetzt hier versucht hat, automatisch hier rumzuspringen. Durch das Weiterbewegen wird das jetzt wieder hier gezogen. Ich hatte ja noch nicht abgeklickt und ich kann jetzt hier weitergehen und wir sehen, oh, wir müssten also jetzt hier wieder zurück und dann wiederholen wir das ganze Spiel. Ich klicke hier mal ab, ziehe das jetzt hier ein bisschen nach drüben, drücke die Taste V, lege die mit der Linksklick ab, gehe nochmal meinethalben hier nach unten, drücke jetzt wieder den Linksklick, drücke die Taste V, habe das hier dran liegen und gehe jetzt hier oben an meinen Anschluss dran. Und was sehen wir? Wir haben jetzt also hier nochmal eine Kreuzung drin. Dann mache ich das mal rückgängig. Ich gehe also jetzt hier mit Abbrechen zurück, mache nochmal die Vias weg. Und wir sehen, ich kann jetzt hier gerade ran gehen und wir haben ja ein also durchkontaktiertes Bauelement. Ich wähle also hier wieder mein differenzielles Leitungspaar.
klicke hier auf das Via, muss jetzt natürlich nochmal mit der Bild nach unten Taste die Ebene wechseln, falls das nicht möglich, also falls das nötig ist, und gehe jetzt dran. Wir haben also keine Verdrehung mehr. Klicke hier einfach ab. Linksklick, Rechtsklick, abbrechen oder Escape drücken, und wir sehen, unser differenzielles Leitungspaar ist angeschlossen. Was ich euch auch noch zeigen möchte, das ist jetzt hier kein differenzielles Leitungspaar. Ich wähle es mal aus, ich gehe hier drauf, und wir sehen, wenn ich jetzt hier versuche rauszuziehen, dann finden wir hier oben schon die Fehlermeldung. Ich klicke nochmal drauf, das sehen wir hier oben, dass es sich um kein differenzielles Paar handelt. Ja, denn es muss hier mit, wenn ich nochmal klicke, die Fehlermeldung verschwindet immer nach einer gewissen Zeit, muss mit N und P enden, aber eben nicht nur mit N und P und Plus und Minus, sondern sie muss auch mit einem Unterstrich N, P, Plus, Minus enden. Deshalb sind das jetzt hier Einzelleiterbahnen, und ich kann jetzt mit dem Werkzeug differenzielles Leitungspaar hier nichts verlegen. Ich breche also wieder ab, muss jetzt hier die Taste X drücken, dass ich also meine Einzelleiterbahn verlege, und wir sehen, jetzt bin ich hier im Modus der Einzelleiterbahn. Ich gehe einfach mal, ich klicke mal hier, sage hier Ende, lege die jetzt hier vielleicht mal noch ab. Ich route die jetzt nicht fertig. Und wir sehen, dass das also jetzt hier zwei Einzelleiterbahnen sind. Gut, im nächsten Video möchte ich euch dann die Designregeln vorstellen. Hier könnt ihr dann einstellen, wie sich diese Leiterbahnen verhalten, also die unterschiedlichen Stärken. Auch hier könnte ich jetzt eventuell verschiedene vordefinierte Größen anlegen. Auch das möchte ich euch im nächsten Video zeigen. Und ich möchte euch zeigen die Einstellungen des interaktiven Routers. Probiert das jetzt einfach mal aus. Eure Hausaufgabe ist jetzt hier, das logischerweise sinnvoll weiter zu verbinden. Probiert das einmal aus. Geht auch mal her und wählt euch zum Beispiel jetzt hier über die Taste X so ein Element an. Dann schaut auch mal durchaus, was sich jetzt hier im Kontextmenü verbirgt. Ja, was ich jetzt also hier damit einstellen kann. Auch da kann man mal durchaus mit rumspielen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Leiterbahngröße und die Via-Klassen, also die Via-Größe wählen. Und wir sehen jetzt hier die Werte der Netzklasse verwenden. Die Netzklasse wird hier überall verwendet. Ich kann natürlich auch hier bei diesem Netz umschalten auf benutzerdefinierte Werte, wenn ich welche angelegt hätte. Und könnte auch noch hier Breite der verwendeten Leiterbahn verwenden. Ja, das kann man nochmal ausprobieren. Wobei ich jetzt erstmal vorschlagen würde, wer Einsteiger ist, bleibt hier mal bei diesen Einstellungen, versucht erstmal überhaupt damit klarzukommen, wie ich sauber Leiterbahnen verlege. Und auch hier die Einstellungen im interaktiven Router, die werde ich erstmal so für die Einsteiger erstmal lassen. Erkläre ich dann in einem der nächsten Videos. Ja, das soll es an dieser Stelle mal gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hausaufgabe habt ihr, macht weiter so und bis demnächst. Ciao!